Ja, wir sind täglich dran, an diesen Personalien diese abzuarbeiten. Wohl wissend natürlich, dass das auch irgendwo ein Stück weit in den Händen der Spieler liegt. Und ja, an Jelavic sind wir interessiert. Das ist ein sehr guter Spieler. Aber nicht nur an ihm, wir haben auch andere Spieler noch im Auge. Welche denn? Ja, die darf ich jetzt hier nicht sagen, leider. Nein, es sind noch einige andere Spieler, die wir beobachten oder mit denen wir in Kontakt stehen. Und ja, aber nochmals, wir müssen schauen, dass wir natürlich zuerst da auf der Abgabenseite etwas zustande bringen und dann können wir tätig werden. Keine Ahnung, es geht darum, dass wir auf jeden Fall, ich sag mal, ein bis zwei Spieler verabschieden können, um dann wirklich in die Verhandlungen gehen zu können. Nein, da muss man differenzieren. Wir haben keine Europa League gefordert, beziehungsweise es ist auch kein Muss, die Europa League zu erreichen. Wir wollen in der Europa League. Wir haben das als Ziel ausgegeben. Das ist unser Anspruch. Der Anspruch des Vereins, der Anspruch der Mannschaft, unser aller Anspruch. Aber es ist kein Muss. Wir wissen doch alle, was für Möglichkeiten wir haben. Wir wissen auch, dass wir starke Konkurrenz haben. Von daher gesehen, wir haben dieses Ziel ausgegeben, aber es ist kein Muss.